Auch in diesem Jahr ist wieder alle 14 Tage Donnerstagsmarkt im Zentrum der Lied. Der zeitliche Aufwand ist für die Marktbeschicker ziemlich groß. 2 Stunden einladen, dann ist aber noch nichts geschlachtet. Also mit Schlachten und Würzen und Schneiden sind das fast ein ganzer Tag. Und abbauen ist natürlich relativ schnell. 1 Stunde. Fahrzeit hat man 1,5 Stunden. Nebenan bietet Josef Ahle Brot und Käse an. Wie läuft's? Recht gut. Doch. Hat sich sehr gut angelassen. Entwickelt sich in die richtige Richtung. Passt. So ein Markt lebt nicht nur vom Angebot, sondern auch von den Kunden. Und die kaufen einiges. Ich nehme immer hier das Abendbrot mit, Frikadelle und Brötchen. Und da drüben Gemüse und Obst fürs Wochenende. Und hier das Fleisch fürs Wochenende. Nizza Chirua ist erst zum 2. Mal dabei. Was läuft bei Ihnen besonders? Vor allem also läuft sehr gut bei mir Oliven und die schönen Frischkäse-Sorten. Ne? Habe ich schön mit Paprika, Walnuss, Kräuter, Knoblauch, Schnittlauch, Rotzwiebeln. Heute Abend bleiben Obst und Gemüse bei André Unger frisch, denn es ist sehr kalt. Problem ist, der Wind pfeift hier ziemlich durch, gerade an dieser Stelle. Und gerade eben ist mir die eine komplett umgekippt. Das eine, ja, ich sag mal, die Orangen sind durch die Gegend geflogen. Aber ansonsten ganz nett. Also ich bin ganz gerne hier oben, aber im Moment ist es halt sehr frisch. Viele Besucher kommen aber nicht nur wegen der Kaufgelegenheit. Ich glaube, das ist jetzt schon das 3. Mal. Wir haben donnerstags immer Trampolin und dann, wenn Markt ist, dann gehen wir gerne einmal eine Runde hier rum, damit wir nicht die ganze Zeit in der Halle sitzen müssen. Gegen Ende hat Frank Rodemann begonnen, seinen Stand aufzuräumen. Er verrät uns, was seine Kunden besonders schätzen. Natürlich die Kartoffeln, die wir jetzt leider nicht mehr haben, aber auch Eier werden gerne gekauft und unser Obst nehmen die Leute auch sehr gut an. Danke dafür auch mal. Der Marktplatz hat sich geleert und zufriedene Kunden und Marktbeschicker freuen sich schon wieder darauf, wenn es heißt, auf zur Lied.